Was geht ab, Leute? Heute gibt es endlich mal wieder ein Stürmertraining mit Felix. Ich freue mich mega. 10. Folge Stürmertraining. Krass, ne? Jubiläum. Einfach Jubiläum. Wir haben 3 richtig coole Übungen und ich würde sagen, wir starten rein. Zieh einfach mal eine Ecke an. Bevor wir mit der Einheit starten, nochmal Shoutout an MyProtein, die mich ab jetzt bei meiner Ernährung unterstützen. Hier meine 3 Lieblingsprodukte. Einmal Protein Water, kann man perfekt einfach mitnehmen und nach dem Training trinken. Kreatin, auf jeden Fall eine sehr geile Sache für Fußballer, auch weil ich ja sehr viel im Gym trainiere, Kraft steigern will. Dafür ist das auf jeden Fall optimal und wenn man viel im Gym macht, dann braucht man natürlich auch genug Protein, genug Eiweiß und dafür einfach so ein veganes Proteinpulver. Code LukasFootball, checkt es gerne ab in der Beschreibung, gibt euch 10% Rabatt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein mit dem Stürmertraining. Startübung hier, der Stürmer steht nämlich hier, Lukas steht da hinten. Ich mache eine Auftaktbewegung, löse mich somit von meinem Gegenspieler. Ich drehe rum und kriege dann den Ball hier rein. Wichtig, Annahme mit dem linken Fuß, Abschluss mit dem rechten Fuß. Unser erster Kontakt ist ein halbes Tor, es ist wirklich so. Deswegen wichtig hier, der erste Kontakt mit dem linken Fuß, gut mit in den Lauf nehmen. Der Gegenspieler wird heute ausgenommen. Okay, Ball kommt, mitgenommen. Heute kein Oberliga-Torwart mehr, sondern Regionalliga-Torwart. Morgen geht's wieder. Sogar Netz kaputt geschossen. Kontakt ist schlecht, dann hast du gar keinen Druck hinterm Ball. Schieße ich im Winkel. Fixiere einfach mal eine Ecke an und versuche so viel Power dahinter zu bringen wie möglich. Ja. Richtig starker erster Konter und Tor werden. Ja. Digga, selbst bei so einem Abschluss ist der einfach dran. Ja. Schlecht von mir, dann noch gut vor. Was du nicht siehst, kannst du auch nicht halten. Ne? Ja. 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 Jetzt andere Seite, im Prinzip machen wir genau das Gleiche. Ich finde nur, wenn du mit dem schwachen Fuß abschließt, ist es meistens so, dass der First Touch besser ist, weil du ja den First Touch, also den ersten Kontakt hier an der Stange mit deinem stärkeren Fuß machst. Deswegen Ball so gut wie möglich vorlegen, damit mit dem vermeintlich schwächeren Fuß dann der Abschluss besser wird. Ja. 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 Geil. Perfekt vorgemacht. Sexy. Der Touch war geil und dann. Geil, Junge, komplett kopiert einfach. Ja, bestätigen das Ganze. Ist ja kein Lerneffekt, wenn man es nur einmal macht. Ja. Junge, geil! Komm, 3 von 3. Der war für dich. 3 von 3. 3 von 3, Fokus. Ja! Nein! Also die Abschlüsse mit links sind besser als die mit rechts. Immer dieses, ich will in Winkel so schöne Tore und so zu schießen. Klar, ist geil im Spiel, kann sich für feiern. Aber ich finde, die effektivsten Tore schießt du einfach, wenn du kurz hochguckst, siehst, kurze Ecke ist frei und Flachpass, also einen harten Flachpass in die Ecke reicht meistens. Leute, 2. Übung. Wir haben wieder 2 Stangen in der Mitte. Das ist so ein bisschen der Korridor, in dem wir uns hier bewegen. Ist sehr, sehr eng. Ich krieg von Lukas einen Ball und mach den erstmal fest. Das ist die Hauptsache bei der Übung, dass wir quasi den Ball hier haben und sowohl der als auch der oder von irgendwo ein Gegenspieler nicht an den Ball kommen kann. Das heißt, Arsch raus, stabil bleiben. Wenn ihr das Gefühl habt oder wenn wir das Gefühl haben, wir haben den Ball sicher, lasse ich auf Lukas klatschen, suche mir eine Seite aus und bekomme den Ball in Lauf. Ja. So easy, easy.
I've been it, done it, seen it. Boy, all that like Keenan. Still got crack, they feeling. Flow still hot like Phoenix. Ja, geil an der Übung finde ich halt die Dynamik, dass du halt aus einer Position, die unfassbar wichtig ist, nämlich den Ball hier zu halten und festzumachen, ja, quasi in eine Sprintsituation kommst. Outside is a war going on, maybe put my hands on my head like the Macarena. They want you walking on board like Kimo. They give a F to you like John Cena. Putting blood on a brand new Beamer. Trying to earn their stripes like Adidas. It get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a keto. And expose with cat like a cheetah. They smoke my partner like Reef. Dímelo porque o no entiendo, mi gente must really need Jesus. They shed real blood, I never seen a crypt and I believe it. It's too easy. Geil, Junge! Nein! I can do this with my eyes closed. It's too easy. It's too easy. I can do this with my eyes closed. It's too easy. Warum schließt du? Aus dem Winkel ab, so. Ja? Mitnehmen, vorlegen, vor. Okay. Ja. Machst du? Guter Erster, geil. Geiler Erster. Der musste. Perfekt vorgelegt, dass du keinen Zwischenkontakt mehr brauchst. Ja, der muss auch. That route, that scene. I'm so outspoken like Reason. Jimmy Neutron, boy, young jeans. And I'm a self-made man out of Sweden. And it's still off top, I'm tweaking. But I still gotta fight my demons. I ain't no good, I'm evil. It's a war going on outside, niggas put your hands on your head like the Macarena. Oh, geile Mitnahme. That's why I gotta watch my demeanor. You know they locking up blacks and Latinos. It's the same old game, ain't nothing really changed. But the mileage on the meter of the people. You get cold when you ride with the heater. It'll turn you to a dog like a keto. And expose. So Freunde, letzte Übung für heute. Versuchen quasi den Gegenspieler so weit abzudecken wie möglich. Kriegen den Ball. Legen uns den mit links hier rein. Und dann geht es halt auch darum, mit dem linken Fuß einen sehr guten Kontakt zu haben. Dann haben wir die Möglichkeit, ins 1 gegen 1 mit Bruno zu gehen oder halt von hier abzuschließen. Ich würde hier eher sagen, dass die lange Ecke mehr Sinn macht. Weil Bruno, zeig mal, wie du stehen würdest. Von hier, ja, finde ich, ist die lange Ecke mit einem hohen Ball für den Torwart schwieriger, aber ist halt auch der anspruchsvollere Ball für den Stürmer. Wichtig, dass ihr dem Ball nachgeht, ne? Weil es bringt nichts, wenn ihr angespielt werdet. Ihr macht so und braucht dann eine halbe Stunde. Dann ist der Gegenspieler, der rennt ja auch mit, ne? Also ist der Gegenspieler genauso schnell. Ihr braucht erst den Kontakt und dann Schnelligkeit. Touch, finish. Zack. Avocate. Schöner Abschluss, aber du hast zwei Kontakte gebraucht, hast du es gemerkt? Ja, das hat auch zu lange gedauert, weil, nee, weil der erste Touch so nah am Körper war. Genau, weil du die Innenseite genommen hast. Ja. Ich weiß nicht, ob das im so Fußballlehrer, ob das in Lehrgängen auch so gezeigt werden würde, aber ich finde es im Spiel immer geiler, mit dem Außenriss den mitzunehmen, weil du dann schon so in der Bewegung bist. Das ist jetzt ein Regionalliga-Keeper in Topform. Den überwinden wir jetzt. Ja. Nein! Aber wieder drei! Wieder drei! Und der erste war wieder. Da wäre der Fuß dazwischen vom Gegenspieler. Ja, Bezirksliga reicht das. Für Bezirksliga reicht das, meinst du? Muss man meinem Trainer schicken, vielleicht stellt er mich dann auf. Da! Andere Seite, wir machen einfach, um es nochmal gemacht zu haben, zwei, drei Abschlüsse mit links. Let's go. Und ja! Ja. Ist gute Qualität. Ich hoffe, so, beim nächsten Mal nimmst du Rabattcode Lukas Football. Lukas Football, ja. 50. Nee, nur Lukas Football. 500. Ja. 500 finde ich auch gut. Alright, Stürmertraining vorbei. Hat mega Bock gemacht mit euch. Bruno, ich auch Endgegner Jungs, wieder mal gewesen. Richtig gut. Geile Abschlüsse. Jawohl. Mir hat es auch mega Bock gemacht. Ich glaube, auch heute hat man wieder gesehen,
erster Kontakt ist entscheidend, ne? Also ja. Der erste Kontakt muss gut sein, damit ein guter Abschluss daraus resultieren kann, aber ja, Übung macht den Meister. Genau, erster Kontakt ist wichtig, Ernährung ist auch wichtig, deswegen Bruno macht schon richtig. MyProtein, Protein Water nach dem Training oder hier so ein Riegel, wie gesagt, Code LukasFootball, einfach mal abchecken. 10% Rabatt und jetzt würde ich sagen, bis zur nächsten Einheit, Coach. Einheit 11 sehen wir uns wieder. Einheit 11. Bis dahin. Guten. Danke. Tschüss.